Herzlich willkommen, liebe Elbkick TV-Zuschauer, zum X-Tipp-Spieltagstipp. Wir tippen heute den letzten Spieltag der Bezirksliga West und dafür habe ich mir das Urgestein des SCL Aue Simon Maurischat bei uns aufs Sofa eingeladen. Simon, schön, dass du da bist. Vorab drängt sich eine Frage auf: Warum bist du so schick angezogen? Hast du das für uns getan, für das Elbkick TV-Team oder bist du eventuell vorher beruflich tätig gewesen? Nur für euch natürlich, nein. Ich war beruflich unterwegs, bin im Außendienst und muss mich dementsprechend repräsentativ kleiden, daher das Jackett und das Hemd. Wunderbar, hätten wir das auch geklärt und fangen dementsprechend gleich mit der ersten Partie an. Das ist der SC Pinneberg gegen Grün-Weiß Eimsbüttel. Was meinst du da, wer eventuell mit 3 Punkten nach Hause fährt? Ich denke, das wird keiner tun. Für beide geht es um nichts mehr. Von daher gehe ich vom 1-1 aus. 1-1, du startest also mit einem Remis. Machen wir gleich weiter mit der zweiten Partie. Das ist Seester Mühe gegen Roland Wedel. Was ist dein Tipp da? Seester Mühe war sehr stark die letzten Spiele, konnten sich retten im Abstiegskampf, sind heiß vor heimischer Kulisse. Ich denke, Seester Mühe gewinnt zu Hause 2-1. Kommen wir zur Partie, die noch eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit mit sich bringt. Das ist Union Tornisch gegen Egenbüttel. Für Union Tornisch geht es noch um die Relegation. Was man ihnen zugute heißen kann, dass sie den Top-Torjäger eurer Liga in den eigenen Reihen haben mit Tobias Brandt, der schon 20 Tore geschossen hat. Meinst du, der wird eine wichtige Rolle spielen und Union Tornisch dementsprechend auf dem Relegationsplatz schießen oder eher nicht? Wichtige Rolle mit Sicherheit. Ob er wieder trifft, wird man sehen. Aber natürlich ist er irgendwo eine Waffe. Oh, das ist ganz klar. Und die Jungs werden mit Sicherheit brennen und heiß sein. Von daher rechne ich damit, dass Union Tornisch zu Hause, sagen wir mal, 3-1 gewinnen wird. 3-1 für Union Tornisch. Gehen wir die nächste Partie an. Das ist Sparius Hoop gegen Rugenbergen 2. Was ist dein Tipp in der Partie? Auch ein Spiel, in dem es eigentlich um gar nichts mehr geht. Trotzdem muss man sagen, Sparius Hoop zu Hause, auch heiß durch die letzten Begegnungen, konnte die im Abstiegskampf für sich entscheiden. Ich rechne damit, dass Sparius Hoop das 2-1 gewinnen wird. Sparius Hoop fährt dementsprechend mit 3 Punkten nach Hause. Nächste Partie, die wir tippen werden, ist Rantzau gegen Blankenese. Was meinst du da, wie wird das Spiel enden? Rantzau ist eigentlich sehr heimstark, haben auch sehr, sehr lautstarkes Publikum. Von daher gehe ich davon aus, dass sie nochmal zu Hause alles geben wollen, ihren Fans was zeigen wollen und dementsprechend 2-0 gewinnen. Alles klar. Nächste Partie und damit auch die vorletzte Partie, die wir heute tippen werden, ist Nienow 2 gegen Hansa 11. Nienow 2 ist durch, die werden in die Landesliga aufsteigen. Für Hansa 11 geht es genauso wie Union Tornisch nochmal um den Relegationsplatz. Was meinst du, wird Hansa 11 bei eurem Spitzenreiter in der Gruppe 3 Punkte entführen können oder nicht? Also Hansa wird mit Sicherheit richtig brennen. Natürlich ist Nienow auch heiß und wollen zu Hause nochmal einen Dreier mitnehmen, denke ich. Aber Hansa wird glaube ich, ein richtiges Feuerwerk abfackeln, um da zu gewinnen, um dann die Chance auf die Relegation zu wahren. Von daher rechne ich mit 2-1 für Hansa. Hansa 11 wird dementsprechend Nienow 2. 3 Punkte nochmal klauen in der letzten Partie in der Saison. Kommen wir zur letzten Partie. Das ist SC Ellerau gegen Eimsbüttel. Das ist dein Verein. Ihr seid leider, muss man dazu sagen, schon abgestiegen. Da kann man auch am letzten Spieltag nichts mehr dran ändern. Auch für dich ist es wahrscheinlich die letzte Partie im Herrenbereich. Dementsprechend muss es doch eigentlich einen Sieg geben mit 2 Toren von Simon Maurischat, oder nicht? Ob es 2 Tore von mir sein müssen, muss gar nicht unbedingt. Aber ein Sieg wäre schon schön. Nicht nur für mich, sondern auch natürlich für unsere Fans, die immer dabei sind und uns auch in dieser Saison sehr gut unterstützt haben. Auch wenn es nicht die einfachste Saison war, hatten auch viel Pech mit viel Verletzungen. Ich will mich damit nicht rausreden, aber es war schon eine schwierige Saison. Klar, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, alle sind heiß und wir werden auch alles tun. Von daher, ja, ich sag mal ein 2-0 für uns. 2-0 für den SC Ellerau am letzten Spieltag und auch im letzten Spiel in der Bezirksliga West vorübergehend, tippt Simon Maurischat. Dementsprechend sind wir durch mit dem X-Tipp-Spieltagstipp für den letzten Spieltag in der Bezirksliga West. Simon, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du hier warst. Und an die Elbkick TV-Zuschauer ein schönes Wochenende an der Stelle. Ja, hat mich gefreut, gerne.